Am Dienstagnachmittag geriet in der Küche des Bowlingsenders Schwetzingen, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, eine Fritteuse in Brand. Naja, die Alarmierung erfolgte durch die Brandmeldeanlage. Bereits auf der Anfahrt meldete dann die Leitstelle, dass die Küche brennt. Das wurde dann auch bei unserem Eintreffen so bestätigt. Zum Glück waren alle Besucher des Bowlingcenters bereits im Freien. Das Personal hat uns angewiesen und damit gab es nur zwei leicht verletzte Personen. Also es begann an der Fritteuse, hat sich auf die Küche ausgebreitet. Wir hatten eine massive Rauchentwicklung, die das gesamte Bowlingcenter betroffen hat. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, diesen Rauch zu entfernen und auch noch Brandnachschauen und Brandnester aufzuspüren. Also der gesamte Bereich inklusive Bowlingcenter ist durch den Rauch kontaminiert und ist nicht benutzbar für die nächste Zeit. Bei dem Brand wurden zwei Beschäftigte leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro.